Der Bahnhof Reutte in Tirol. Der Zug aus Garmisch-Partenkirchen rollt ein. Seit 1913 ist dieser Streckenabschnitt der Außerfernbahn in Betrieb. In Reutte besteht Anschluss an die Züge nach Kempten, die über den nördlichen Teil der Außerfernbahn hierher kommen. Von Anfang an ist die Strecke nach Garmisch-Partenkirchen elektrifiziert. Heute sind hier Triebzüge der Baureihen 425 und 426 unterwegs. Nachdem die Außerfernbahn ab Reutte kräftig angestiegen ist, wird in Lähn der Scheitelpunkt mit 1106 Metern über Normal Null erreicht. Gleichzeitig ist es die Wasserscheide zwischen Lech und Isar. Die landschaftlich reizvolle Strecke ist touristisch ein Schmankerl. Viele Haltestellen sind hervorragende Ausgangspunkte für Bergtouren. Im Winter ist die Region ein beliebtes Skigebiet. Entlang der nördlichen Talseite wird der berühmte Urlaubsort Lermoos erreicht. Auf dem Weg nach Ehrwald bietet sich der wohl schönste Blick auf das Zugspitzmassiv und auf das Wettersteingebirge. Am Rande des Talkessels liegt der Bahnhof Ehrwald. Hier besteht Anschluss an die österreichische Zugspitzseilbahn. In Ehrwald wird der Gegenzug gekreuzt. Im Sommer sind die Züge im Stunden- und im Winter im Halbstundentakt unterwegs. Der Zug nach Garmisch-Partenkirchen macht sich auf den Weg. Im Hintergrund das Zugspitzmassiv. Die Außerfernbahn verläuft jetzt durch das enge Loisachtal. Am Kilometer 14,85 wird wieder deutsches Gebiet erreicht. In Garmisch-Partenkirchen endet die Außerfernbahn. Hier besteht Anschluss an die Mittenwaldbahn nach Innsbruck und in Richtung Norden nach München. Nach nur kurzer Wendezeit ist der nächste Zug nach Reutte auf dem Weg.